schnell war denn jetzt das schnellste Team? So, dann schauen wir mal. Haben wir ja die Zeiten. Oh, das ist aber schnell. Oh, 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 oh. Schaffen wir die Bestzeit? 2:35 ist echt tough, aber wir schaffen das. Wir stellen Ihnen mal kurz unsere Konstruktion vor. Aus Kostengründen haben wir anstatt Welle Gewindestangen genommen. Das ist aber nicht der einzige Grund. Dadurch können wir die Sandscheibe, Riemenscheiben, einfach mit einer Mutter und mit einer Kontermutter miteinander verspannen. Da die Spulen eine konische Ansatzfläche haben, verwenden wir zum Spannen zwei Konusse, jeweils mit einem 30-Grad-Winkel. Der eine hat ein Gewinde innen und ist mit einer Mutter gekontert. Der andere ist zunächst frei beweglich. Wir spannen auch gleich die Riemenscheiben mit und kontern dann das Ganze durch zwei Muttern, indem wir das schön festziehen. Dazu spanne ich es nochmal kurz in den Schraubstock ein. Und dann kontern können wir auch im Drehmoment übertragen. Unsere Eckverbinder sind mit einer Schraube lösbar. Unsere Lagerböcke haben wir mit Schrauben verschraubt, die T-Nutensteine haben, sodass wir dann, wenn wir die Muttern entfernt haben, die Lagerböcke einfach abnehmen können. Da wir eine Lagerbockausführung verwendet haben, wo die Außenringe der Lager ballig sind, können eventuelle Fluchtungsfehler ausgeglichen werden. Okay, los geht's. Halt, wir haben das Aufwärmen vergessen. Okay, ich montiere die Spulenwelle. Ich montiere die Antriebswelle. Mist, wir brauchen noch jemanden für den Rahmen. Wen können wir da nehmen? Ich hätte da eine Idee. Guten Morgen, Frau Stoffer. Wir haben eine Mission für Sie. Sie sind die Rettung des Maschinenbaus. Oh, ja. Wir bräuchten Sie mal kurz. Können Sie mal kurz mitkommen? Ich glaube, ich werde aufgenommen, oder was? Wir müssen mal kurz in die Werkstatt.